Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wir haben hier ein handverlesenes Publikum, die sind sehr kreativ, die sind kompetent, die haben auch ein bisschen gute, positive Schadenfreude mit dabei und deshalb mussten wir Sie darum beten, uns einige völlig sinnlose Sätze auf diese Zettel schreiben zu lassen. Ich greife mal einen hier oben einfach mal auf und da steht dann drauf: Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass du allergisch gegen Kölsch bist. Wie auch immer, ich mische das jetzt wieder drunter. Also davon gibt es hier einige, viele Dutzende. Und die werde ich jetzt in unserem neuen kleinen Set hier verteilen. Für euch, meine Hasen. Hier spielt nämlich jetzt eine Szene, eine ganz klassische Szene. Und müsst diese Zettel willkürlich immer und immer wieder aufgreifen, in allen möglichen Situationen, in denen ihr euch befindet und wo auch immer ihr steckt, vielleicht auch hier drin, man weiß es nie. So, die Situation ist eine ganz klassische. Es kommt der Gatte nach Hause und erwischt die Gattin mit dem Geliebten im Bettchen. Das heißt, Tietje, du bist der Gatte, du kommst nach Hause und Mirja tummelt sich mit Hennes, dem Racker, auf dem Lotterbette. Und, kann aber heute auch jeden haben, da, oder? Ja. Da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen, wenn man das dann sieht und erlebt. Und das alles bitte mit den Sätzen, die unser Publikum für euch so schön geschrieben hat. Darf ich die Schuhe anlassen? Nein, im Bett muss ich Schuhe ausziehen. Oh Gott. Das müsst ihr euch jetzt verabreden, Kinder. Nein, guck mal, du hast ja Stiefelchen, die passen zur Bettwäsche. Extra, denn extra. Meine Socken los, auf! Auf. Oh. Und jetzt gib mal, zeig noch was von deinem Repertoire, Henne. Tietje? Da kommt ja einiges auf uns zu. Ich würde sagen, Hennes, ich steck dir schon mal so ein Sätzchen zu. Man weiß nie, was man nicht mehr Fernsehen gucken, oder? Ich glaube, Fernsehen gucken. Ja. Also! Tietje, lass dir Zeit. Viel Spaß! Oh, Cherie. Weißt du was? Nein. Weißt du, wie es für mich war gerade? Nein. Da fällt mir nur ein Satz ein. Ich habe einen Essfehler. Cherie! Nur für dich! Oh, lass mich deinen Essfehler finden. Ja. Ich muss ihn suchen. Ich hab ihn gefunden! Hier ist er. Bin ich zu alt? Bist du zu schwach? Ich hätte echt auf meine Mutter hören sollen. Weißt du, was sie gesagt hat, als sie dich zum ersten Mal gesehen hat? Eine Toilette wäre jetzt nicht schlecht. Ich kann sie verstehen. Was? Aber egal. Du bist immer noch besser als mein Mann. Komm her. Aber du wolltest doch, dass ich schmutzige Sachen zu dir sage. Wie zum Beispiel, wegen dir habe ich schon wieder dieses nervöse Zucken im Bein. Siehst du? Das willst du doch. Weißt du was? Nein. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Ich habe die Briefe deines Liebhabers in einem Küchenschublade gefunden. Was? Wie? Du hast auch einen Liebhaber. Du bist doch mein Liebhaber. Ich verstehe nicht. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ach, was für ein herrlicher Tag an so einem Tag. Ach, ich möchte zum Essen nicht immer die Zähne von Oma. Hat mir schon die Mittagspause versaut. So ein Scheiß. Naja, aber was gibt's Schöneres, als nach Hause zu kommen? Wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt nicht hier. Schatz, es sieht nicht nach dem aus, was es ist. Nee, es ist nicht nach das, was es eben aussieht. Ich weiß es nicht. Soll ich dir sagen, was es ist? Ja. Und schlägt der Arsch auf Falten, wir bleiben doch die Alten. Pass auf. Ich kann dir alles erklären. Es ist mit einem Satz alles geklärt. Mailand oder Madrid, ganz egal, Hauptsache Italien. Moment, da ist lass uns wegfahren. Ist es eine italienische Vorliebe, irgendwie in Klamotten Sex miteinander zu haben? Wir hatten eben mal kurz aus, aber dann war uns kalt. Meine Mutter pflegt in solchen Momenten immer zu sagen: Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass du allergisch gegen Kölsch bist. Ja.
Erst hat sie meinen Vater besoffen gemacht und dann kam ich dabei raus. Guck besser nicht in den Schrank, da ist nämlich keiner drin. Schrank? Was für ein Schrank? Oh, wir haben einen neuen Schrank. Na, das ist ja ein Ding. Diesen Schrank auf dem Preisschild, da stand ja bei Ikea in einem dichten, fichten, dickig, dichten, fichte, dicken, fichten. Ich weiß noch ganz genau, was du zu mir gesagt hast, als wir den Schrank gekauft haben. Wenn nur diese Blähungen nicht wären. Ja. Und wie recht du hattest. Und das Fichtenholz nimmt die Blähung ja überhaupt nicht auf. Richtig. Das ist ja das Tolle. Auch wenn man ihn auf... Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Wer hatte eine Affäre mit meiner Mutter? Du doch! Ich? Was? Du hast eine Affäre mit seiner Mutter? Ich kenne meine Mutter doch gar nicht. Pass mal auf, wir können das klären. Wer denn jetzt mit wem? Wie wär's denn mit euch? Ich will euch eigentlich beide nicht mehr. Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.